mir heute mal dunkel ins Video, weil ich euch zeigen möchte, was wir heute zusammen machen. Und zwar gefrostete Gläser. Die habe ich mit Zucker gemacht, Haarspray. Und hier vorne ist aus Vinyl so eine, so ein Scherenschnitt drauf. Ich habe jetzt hier schon gebrauchte Gläser genommen, also hier waren Oliven drin. Und die werde ich dann am Ende auch noch verzieren. Aber wie wir das Ganze jetzt machen, also hier sind praktisch so Vinyldateien, die ich mit dem Plotter gemacht habe und dann hier drauf. Wie das Ganze jetzt funktioniert, würde ich euch in dem Video zeigen. Also bis gleich. Wir brauchen ein Glas, also alles, was ihr da habt, was ihr verbraucht habt. Ich glaube, das hier ist jetzt ein Rotkohlglas. Gurkengläser eignen sich auch sehr gut. Und was ihr anfangs gesehen habt, das sind Olivengläser. Da wollte ich eigentlich Schneekugeln, also so Schneegläser mit basteln. Aber da muss man unheimlich viel Zeug kaufen und soweit bin ich irgendwie noch nicht, vielleicht im nächsten Jahr. Gut, was ihr alles braucht, ist dieses Glas, dann Haarspray. Eigentlich würde auch ganz Billiges reichen, aber warum soll ich nochmal Billiges kaufen, wenn ich schon welches da habe und das eh nicht nutze. Dann so ein bisschen Deko-Gedöns, vielleicht ein Kleber, ich weiß es noch nicht. Ja, und ganz wichtig, Zucker. Dieser ganz matte Effekt mit diesem Frostigel oder wie das heißt, das gefällt mir nicht so. Deshalb habe ich hier die Zuckervariante gewählt und ich hoffe, es klappt bei diesem großen Glas genauso wie bei dem kleinen Glas, was ihr anfangs gesehen habt, wenn ich das Video richtig zusammenschneide. Ich kann irgendwie nicht beide Kameras gleichzeitig aufstellen, das funktioniert irgendwie nicht. Ja, dann legen wir doch mal los. Als allererstes müsst ihr natürlich das Glas bearbeiten. Das heißt, Haarspray hier in das Glas rein. Ich hoffe, ihr seht das alles auch richtig, was ich jetzt hier mache. Das kann jetzt auch ein bisschen nasser hier drin werden. Also ich habe es richtig schön sauber gemacht. Ja, und dann müssen wir das hier einsprühen. Was ihr natürlich nicht machen dürft, wenn ihr da ein richtiges... also ich mache es richtig gut, damit auch überall was hinkommt. Ihr müsst lange warten, bevor ihr da wirklich ein richtiges Teelicht reinlegt. Ich persönlich würde das nicht machen. Ich habe hier so ein LED-Licht bei mir drin. So, jetzt habt ihr das schon mal eingesprüht. Jetzt kommt der Zucker rein. Mein Bastelzimmer glitzert eh schon. Wie verrückt. Hier ist so ein Schneeglitzerzeug. Also jetzt... Ich mache es halt so, dass ich es immer richtig schön drehe und immer schräger werde, damit es nach oben hin immer, ja, damit es dieses Gefrostete dann nach oben hin auch richtig zu ist. Zucker ist noch da, ich will es bloß nicht so wegschütten hier. Nehme ich mal ein altes Handtuch, was ich eigentlich für meinen Plotter habe. So. Ich möchte ja, dass es bis oben hin ist. So. Ich finde, das ist ein richtig schöner Effekt. Hier muss ich jetzt gleich aufpassen, dass ich das nicht wieder ausschütte, sondern in den Müll transportiere. So, was ich jetzt anfangs nicht gezeigt habe, so ist das, wenn man sich nicht alles hinlegt. Ich habe vor, jetzt hier Vinyl außen drumherum zu kleben. Und da habe ich mir diese Pinguine hier ausgesucht. Hab die so, dass es für mich die perfekte Größe ist. Die habe ich ein bisschen zu groß gemacht. Aber ich will ja sowieso ein paar von diesen Vinyl-Sachen verlosen.
Und dann könnte ich die großen eigentlich auch verlosen. Für alle, die keinen Plotter haben und somit ansonsten die Sachen nicht nachmachen könnten, dachte ich mir, wäre das eigentlich eine ganz tolle Idee. So. Ich hoffe natürlich, der Zucker hält. Wenn ihr das dann zu Hause nachmachen wollt, wenn ihr jetzt neu einen Plotter habt, das ist ganz normales Vinyl. Da kann man auch Möbelfolie nehmen, wenn man nicht teuer Sachen zuallererst fürs Ausprobieren ausgeben möchte. Und ich kaufe keine Trägerfolie. Ich nehme diese von Action, diese ganz billige Bucheinschlagfolie. Die kostet, glaube ich, 80 oder 90 Cent. Und die ist wirklich super super gut dafür geeignet. So. Dann legt man das hier auf. Ein bisschen festdrücken. Das ist doch noch ein Ticken zu groß. So, manchmal will es einfach nicht. Bei dem anderen Glas eben, das war viel filigraner. Oh, ging viel besser. Das ist der berühmte Vorführeffekt. Normalerweise kann man das viel schneller und viel besser abziehen. Aber dadurch, dass das Glas jetzt hier noch gewellt ist und hier noch gewellt, war es ein bisschen schwierig. Also ich habe gedacht, ich bringe ihn jetzt dreimal auf. Also die Folie kann man jetzt immer wieder nehmen. Einfach wieder drauflegen, dann schön andrücken. Also man sieht, dass es erst so gräulich ist und dann wird es so richtig schwarz. Und das heißt dann auch, es hat mit der Trägerfolie funktioniert. So, den mache ich jetzt hier hin. In der Hoffnung, dass es diesmal besser klappt. Dadurch, dass die Motive so klein sind, war das echt Strafarbeit gestern, das zu entgittern. Wobei ich ja finde, entgittern ist immer Strafarbeit. Yeah, diesmal hat es funktioniert. So, und den anderen mache ich jetzt mittig gegenüber. So, das würde ich jetzt gerne noch einmal nutzen. Also hier ist praktisch dieses Vinyl drauf. Dann entgittert man das, also macht das weg, was man nicht haben will. Vielleicht seht ihr jetzt, was ich so ein bisschen meine. Das ist jetzt noch nicht so tief schwarz. Und wenn ich drüber reibe, ja, ich glaube, das sieht man nicht durch die Kamera. Ich finde, das ist wirklich super easy. So, jetzt möchte ich es natürlich genau mittig haben.
Von den Gläsern mache ich mehrere und die kommen dann so mit LED-Kerze. Wie gesagt, überlegt euch, ob ihr, wenn ihr das macht, ob ihr dann ein richtiges Teelicht reinsteckt oder ob ihr lieber auch eine LED-Kerze mitnehmt, weil es ist immer ein Haarspray, ne? Leicht entzündlich. So, die Trägerfolie hat jetzt auch die Schnauze voll. Die zerreißt mir hier gerade. So, aber das hat auch schon mal funktioniert. Abstände sind auch relativ gut. So, ich kann jetzt weg. Also wie gesagt, von dieser Bucheinschlagfolie hat man echt lange was. So. Dann hebe ich mir so Sachen, das war schon eine fertig gemachte Schleife, die habe ich jetzt aufgemacht. Sowas hebe ich mir immer auf. Kann man ja wie jetzt vielleicht nochmal irgendwie gebrauchen. So, da würde ich dann erstmal nur einen Knoten reinmachen. Dann habe ich hier auch noch so ein von meiner Dekoration von diesem Adventskalender noch was über. Das werde ich auch noch nutzen. Wie gesagt, ich habe so eine kleine Schachtel, wo ich mir das immer alles reinpacke. Und irgendwie kann man doch noch mal irgendwann das Zeug verwenden. Ich hatte jetzt nämlich keine breite Schleife. Und hierfür sieht eine dünne Schleife echt scheiße aus. So. Ich fand das Band so toll. Ich habe davon jetzt auch noch ein braunes. Kam, glaube ich, beim Kick oder beim Teddy. 1 Euro. Ich hoffe ja, das wird diesmal endlich mal ein kürzeres Video. Die Videos sind immer ewig lang. Bei mir. So. Dann darf die natürlich auch nicht fehlen. Ich hatte jetzt natürlich, nachdem ich ja den Adventskalender fertig hatte, nochmal Glück und habe so kleinere Glocken gekriegt. Und weiß, das fand ich auch gar nicht so schlecht. Beim Kick für 79 Cent, ja, gebe ich mir fürs nächste Jahr auf. Oh, die fand ich richtig gut. Und ich will mir nächstes Jahr auch einen Adventskalender machen. Wie mache ich denn das jetzt am besten? Das Gute ist, diese Schleife hat so ein bisschen Draht drin. Das heißt, die hält das auch alles nochmal ein bisschen zusammen. Das kann ich mir jetzt hier noch ein bisschen schräg schneiden. Und gucken, ob das so viel des Guten ist. Könnte man noch. So, und dann habe ich noch so ein Handmade-Schild. Ich dachte, das kann hier vielleicht auch noch irgendwo ran. So. Das wäre praktisch eine Deko-Idee. Und jetzt zeige ich euch das gleich nochmal, wenn ein LED-Licht drin ist. So, jetzt zeige ich euch das fertige Glas. Ist am stimmungsvollsten, wie ich finde, im Dunkeln. Ich hoffe, ihr seht trotzdem alles scharf. Ja. So haben wir es ja eben dekoriert.
Also ein LED-Licht war jetzt doch für das große Glas zu wenig. Ich weiß auch nicht, ob das noch die volle Kapazität hat, weil das ist wirklich sehr dunkel gewesen. Ich habe jetzt von meinem Baum diese LED-Kerzenlichter genommen und habe das mal da reingesteckt, um zu sehen, wie das überhaupt wirkt. Also wenn es steht, sieht es dann so aus. Das Ganze kann man auch mit Schriftzügen machen. Man kann es auch noch ein bisschen anders dekorieren. Ich fand es jetzt eigentlich so ganz schick. Weil das auch alles irgendwie naturmäßig ist. Ich habe hier auch wirklich nur Sachen verwendet, die Abfall waren und die ich sonst weggeschmissen hätte, außer die natürlich. Aber ansonsten haben wir hier gut recycelt. Ja, hier kann man vielleicht noch einen Schriftzug hin machen. Ja. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen anstecken. Ich finde diese Gläser richtig toll. Wie gesagt, ich werde ein paar für den Weihnachtstisch machen, für die Deko und ja, hoffe, der Zucker hält so lange. Ich werde irgendwann mal vielleicht berichten, wenn ihr es nicht gemacht habt, oder berichtet ihr doch mal, wenn ihr das schon gemacht habt, wie lange das bei euch hält. Ich werde die so, ja, vielleicht einen Tag vor dem Weihnachtsessen machen, damit das auch alles schön hält. So, ich hoffe, ich konnte euch damit wieder anstecken. Und bis zum nächsten Video. Tschüss. Ihr Lieben, sagt mir doch mal, welche Datei, wenn ihr eine gewinnen wollt, welche Datei hättet ihr lieber, den Fuchs oder lieber den Pinguin? Gebt mir einfach Bescheid. Ich würde dann auslosen, würde dann drei oder ja. Das ist ein bisschen schwierig. Also davon 9 Stück zu machen, ist ein bisschen schwierig. Also ich würde hiervon 2 Sets und hiervon 3 Sets verlosen. Diese 3 Sets bestehen aus jeweils 3 Vinyl-Sheets und diese 2 Sets bestehen aus 2 Vinyl-Sheets. Und wenn ihr das haben möchtet, gebt mir einfach Bescheid. Dann werde ich auslosen, so in circa einer Woche. Und dann könnt ihr mir auch sagen, in welcher Größe ihr das haben wollt. Also bis A4 kann ich es machen. Größer kann ich es leider nicht machen. Aber bis A4 kann ich es machen. Entweder ihr wollt es so klein wie ich. Klein ist 6 cm. Das ist ungefähr, glaube ich, 5 cm. Ja, 5,5. Also so habe ich das bei diesen beiden Gläsern gelöst. Wenn ihr größere Gläser machen wollt oder wenn ihr einfach nur sowas verkleben wollt und es gar nicht nachmachen wollt, ist ja auch egal. Also wer gewinnen möchte, schreibt einfach. Und wenn ich dann ausgelost habe, könnt ihr euch aussuchen, was ihr wollt. Entweder ein Set hiervon mit 2 Dateien oder ein Set hiervon und da sind dann 3 dabei. Okay, also das müsst ihr mir nicht gleich schreiben. Ihr schreibt einfach nur, ich möchte so ein Vinyl-Pinguin oder ja, was wie ihr das auch nennen wollt. Ich weiß jetzt gar nicht, wie ich es nennen soll. Tattoo vielleicht. Ich möchte so ein Vinyl-Tattoo. Und wenn ich euch dann am Schluss auslose nach einer Woche, dann könnt ihr mir sagen, was ihr wollt. Den Pinguin oder das. Ne? Okay, bis dann. Tschüss.